Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen 10 Zutaten Buzzer Challenge. Das ist Isabella, ich bin Sandra und wir kochen wieder für euch mit uns 10 unbekannten Zutaten. Genau, und wir befinden uns ja auch mitten im Juli. Wir haben ein ganz tolles Thema, was uns durch den Monat begleitet, nämlich Rezepte, die ein gutes Gefühl machen, also wo man auch richtig schön genießen kann. Ich finde, es passt auch ganz gut jetzt in den Sommer, so ein bisschen was Leichteres eher, nicht so Kalorienbomben. Aber der Geschmack darf trotzdem nicht fehlen. Auf jeden Fall. Von dem her schauen wir mal, was wir für euch zaubern können. Genau, die Kiste wurde für uns gepackt. Ich hole sie mal schnell, die steht nämlich hier. Die ist ziemlich schwer, muss ich sagen. Okay. Und die Zutaten hat übrigens der liebe Vassili für uns ausgesucht. Ob wir uns hinterher bedanken oder nicht, mal gucken. Das fühlt sich komisch an, fühl mal hier. Das ist eine Mango. Das ist eine Kokosnuss. Eine Kokosnuss. Oh! Es ist keine Mango und keine Kokosnuss. Cool. Ui. Eine Grapefruit. Dann haben wir Mandeln. Mandeln. Dann haben wir hier Lachsfilet. Das finde ich cool. Das finde ich auch cool. Esse ich auch sehr gerne. Oh, das kenne ich immer vom Sushi-Essen. Oh, lecker. Das sind Edamame. Dann ein Granatapfel. Sehr cool. Der kam nämlich auch ganz oft von unserer Community gewünscht, dass wir mal einen Granatapfel verwenden. Das war vielleicht zu schwer. Ich würde sagen, das Wasser. Ja, ich habe jetzt irgendwie so Kokoswasser erwartet. Oh mein Gott. Eine XXXL Frühlingszwiebel. Was ist damit passiert? Ein Monster. Ein Monster, aber echt. Wow. Dann haben wir unser Produkt, Tomaten-Zucchini-Gratin. Sehr lecker. Also definitiv auch was Sommerliches. Ja. Schauen wir mal, wie wir das verwenden können. Hier haben wir noch Glasnudeln, ganz dünn. Und noch ein Kännchen. Ich hoffe, es ist Öl. Das ist Sesamöl. Oder Walnuss oder so. Ja, aber Hauptsache Öl, würde ich sagen, ne? Oh. Ja. Haben wir auch 10? Ja, dann überlegen wir uns mal. Also mein erster Impuls ist für leichte Gerichte, Wohlfühlküche, ich hätte gerne den Bowl. Ich denke sofort irgendwie an Glasnudelsalat. Mhm. Dann könnte man auch die Frühlingszwiebeln einfach so ein bisschen, also nicht die ganze? Ganze Ding Nein. nehmen, nee. Okay. Oh, die Edamame könnte Edamame man auch als Salat. Granatapfel oben drauf dann so. Immer? Gerne. Oh, schon erst Wasser. Okay, dann entscheidet sich nochmal. Genau. Okay, ich mache. Oh, 40 Minuten. Das sollten wir hinkriegen. Also, das schaffen wir gut. Wir könnten die Lachsfilet nehmen, mit dem Tomaten-Zucchini-Gratin vielleicht eine Panierung machen mit ein bisschen Öl. Und dann machen wir auch noch die Mandeln rein. Ja, das oder ist in so die crunchy ein bisschen. Und dann können wir es im Ofen machen. Ja. Weil ich finde, Fisch anbraten mit so einer Nuss ist schwierig. Das wird immer so schnell dunkel. Dann marinieren wir das, tun es in den Backofen. Und während das im Backofen ist, machen wir die anderen Sachen. Und die Glasnudeln kochen wir im Wasser. Und das Dressing machen wir aus Grapefruit und diesem Öl. Da dürfen wir dann eben nicht alles nehmen. Ich glaube, das ist auch echt gut, wenn wir dann mit dem Granatapfel noch, das ist dann so ein bisschen fruchtig. Ja, wir könnten auch nur die Hälfte auspressen. Und ja. Gut, wir verstehen uns wieder blind. Perfekt. Super, und dann holen wir mal die Sachen, die wir brauchen. Ja. Du kannst dich um den Lachs. Du kannst ihn dann reinschmeißen. Schneidest du beim Lachs auch immer das Graue raus? Nee. Ich habe mal gelesen oder gehört, dass es so leicht tranig schmeckt. Echt? Ja. Habe ich jetzt immer so gemacht. Macht ihr das? Das war nicht abgesprochen. Ich mach's nicht, muss ich sagen, aber ich habe auch noch nie so einen tranigen Geschmack gehabt. Aber wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Granatapfel? Kanne. Ja. Okay, dann mache ich ein bisschen Öl, vielleicht nur so einen Esslöffel. Ja, weil wir brauchen noch was für das Dressing nachher. Und ein bisschen Wasser, aber auch nicht so viel, weil es kann ja ruhig so ein bisschen dick sein. Ja, also ich muss ja sagen, ich habe Granatapfel erst so die letzten Monate lieben gelernt, weil ich mag den Geschmack, aber ich beiß nicht gerne auf den Kernen rum. Und das Poolen ist so viel Arbeit. Ja, das ist super nervig. Ich hasse es. Ich mache zwar einen Trick mit unter Wasser, dass es hoffentlich nicht so spritzt, aber vielleicht sollten wir uns dafür Schürzen anziehen. Stimmt, für die Granatapfel. Okay, also. Sicher ist sicher. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt mal einen Trick zeigen lassen und ich finde, so klappt es eigentlich ganz gut. Ich schneide immer oben einen Kelch raus und dann erkennt man schon so, immer so ein bisschen, wo diese Segmente drin sind. Und dann ritze ich mir das immer so ein. Das sieht voll schön aus. Und jetzt kann man die eigentlich so aufbrechen und dann fallen da wie so die ganzen Segmente raus. Ich mache es auch genauso. Und jetzt kann man es nämlich unter Wasser, kann man die dann nämlich ein bisschen auseinanderfriemeln. Und dann ist der Vorteil, es spritzt nicht. Und wenn man die einzelnen Granatapfelkerne dann so auseinander friemelt, dann sinken die nach unten und die Innenhäute, die leichten, die schwimmen dann nach oben und dann kann man die einfach so absieben. So, also ich habe da jetzt ein bisschen Wasser und die Mandeln rein. Guck mal, meinst du das gut so von der Konsistenz? Ja. Oh, okay. Isabella, darf ich dich bitten, dass du auf den Wasser drückst? Na gut. Unser zusätzliches Küchengerät, das wir benutzen sollen. Oh, das ist eine Zitronenpresse. Ah, das ist es doch. Ha, das passt doch.
Das ist doch mal. Die danke dafür. Ich müsste mal ein bisschen größer sein. Weil ja, die ist total hoch, so die Arbeitsfläche auch, ne? Also ich glaube, jetzt so sieht die Marinade nicht so mega lecker aus, aber ich glaube, wenn es dann gebräunt aus dem Ofen kommt. Wir könnten ja schon noch mal ein paar Kerne einfach oben drüber streuen, ja, dass die auch wirklich präsent sind. Das ist eine gute Idee. Und was wir natürlich auch machen können, ist die nachher noch mal auf die Bowl. Weil ich finde, du brauchst ja immer von allem ein bisschen was. Du brauchst was Softes, du brauchst ein bisschen einen Crunch. Ja. Dass es wirklich lecker zusammenschmeckt. Was so ein bisschen Konsistenz hat. So, ich glaube, das reicht. Oder? Ja, ein für dich, ein für mich. Perfekt. Gut aus, ne? Finde ich auch. So, dann mache ich den Lachs schon mal in den Ofen, oder? Unbedingt. Wir haben es ja auch nur ganz wenig eingeschaltet. Genau, 120 Grad. Der Ofen ist bewusst so niedrig, dass der Lachs hoffentlich schön glasig bleibt und das weiße Fischeiweiß nicht so austritt. Das sieht immer so unschön aus. Dann setze ich schon mal das Wasser auf. Ich bin fertig. Okay. Und dann fange ich schon mal mit den Edamame an. Ich möchte mal kurz auf meinen tollen Trick hinweisen. Das ist ein fantastischer Trick. Vielen Dank, dass du es uns gezeigt hast. Tja, sehr gerne. Hätte ich jetzt ein kleineres Sieb, wäre das vielleicht auch noch ein bisschen galanter. Du meinst einen Sieb? Ich meine der Sieb natürlich. Nicht. Das wird jetzt unser Streitthema, sehe ich das ja, richtig? Ja, I know. Wir können die Schürzen wieder ausziehen. Oh ja, ziehen wir aus. Gelb ist nicht so ganz meine Farbe. Ich fühle mich immer so eingeschränkt. Alter, was ist mit der passiert? Möchtest du das Grüne oder möchtest du das Lila? Vielleicht das Lila, das ist ein bisschen schöner, oder? Oder beides? Beides. Wasser. Jetzt bist du dran. Okay, gerne. Unsere zusätzliche Aufgabe beim Kochen ist, kocht auf einem Bein. Das finde ich überhaupt nicht schwierig. Ich finde es auch mega easy. Ich könnte ja behaupten, ich mache Yoga. Mache ich aber nicht. Machst du es wirklich? Also ich stehe jetzt auf okay, einem Bein. Okay, dann machst du auch. Okay. Ich dachte, das sieht ja keiner theoretisch in der Küche. Also das Problem ist, ich kann mein Bein leider auch nicht so hochheben, dass man das dann sieht. Nee, das kann ich auch nicht. So gelenkig bin ich nicht. Naja. Stürzt du ab? Nee, alles gut. Ich finde, man sollte eigentlich so eine zweite Cam einrichten, dass man sieht, dass wir es auch wirklich machen. Also dann darf ich nicht mehr mit Jogginghose erscheinen am Arbeitsplatz. Stimmt. Hast du das eine Hose an? Krass. Glas nun rein? Ja, zwei Stück, oder? Oh, mein Bein schläft ein. Ich muss auch mal kurz galant gleich mein Bein wechseln. Galant? Das war tatsächlich sehr galant. Ich würde mir jetzt eine kleine Schüssel holen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, aus diesem Bild zu hüpfen und wieder reinzuhüpfen. Ich sag mal, dann hol uns mal zwei Schüsseln. Okay. Hallo? Kann man das damit abschütten mit diesem Fancy-Deckel? Ja. Ich weiß nicht, ob ich hüpfen will dabei. Ich gehe jetzt normal, mir ist egal. Safety first. Ja, weil mit einem heißen Topf zu hüpfen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir haben es auch lange genug jetzt durchgezogen. Ich weiß immer. Wir entscheiden das. Wollen wir das mal festlegen? Wir entscheiden das. Oh mein Gott, es dauert ja 100 Jahre. Kann ich den heißen Topf auf die Arbeitsfläche stellen? Achso, wir hauen jetzt auf dem auf mit einem Bein. Nicht, dass wir nachher hier einen Regelverstoß haben. Na, dann presse ich jetzt mal die Grapefruit damit aus. Das ist halt ein bisschen unhandlich. Aber es geht und wir haben die Zitruspresse benutzt. Tada! Das sieht ein bisschen gefährlich aus, was du da machst. Du kannst das. Dann rühren wir hier das Dressing erst an, oder? Ich tropfe hier eh ein bisschen rein. Soll ich die Nudeln da schon mal reinmachen? Gar nicht. Ich gehe mal auf Schnitt. Tada! Okay, gut. Also an sich sind wir fertig. Es fehlt nur der Lachs. Nur der Lachs. Und der braucht halt noch ein paar Minütchen. Dann mischen wir einfach alles zusammen und dann machen wir den Lachs eh nur oben drauf. Ne? Kann man machen. Meinst du, es schmeckt? Ich habe keine Ahnung, aber wir tun nachher einfach so. Komm, wir probieren mal. Haben wir noch Öl schon zum Zweifel? Ja. Okay, wie kriegst du die auf die Gabel? Haha. Sind voll gut trainiert. Hast du öfters Gas? Ja, irgendwie schon. Stimmt, zwei, dreimal die Woche. Was? Ja, ich weiß auch nicht. Echt? Ich stehe irgendwie da drauf. Wow. Mhm. Bombe. Geschmacksexplosion. Schmeckt halt nichts. Nix. Haben wir noch ein bisschen, Granatapfelsaft, ein bisschen Öl? Grapefruit, mhm. Ja. Also wir bräuchten irgendwie Salz oder Sojasauce oder irgendwas. Sojasauce oder? Wollen wir heimlich Salz dran machen? Nein. Das haben wir schon angekündigt. Und ja, okay. Unser Fisch ist nachher so gut gewürzt. Genau. Der und wenn man das alles zusammen isst. Sollen wir es schon mal anrichten? Das können wir machen, dann nachher den Lachs drauf. Mhm, So. Ja, das reicht auch. Oh Wunder, die Edamame sind noch alle in der Schüssel. Ja, das war doch so geplant, oder? Okay. Dann alles andere drüber und es gut aussehen lassen. Ich finde aber auch, ich habe den Spaß am schön anrichten, also in meinem Empfinden schön anrichten gefunden, weil ich finde, du freust dich dann viel mehr, wenn du was schön angerichtet isst. Ja, das stimmt. So, gucken wir mal nach dem Lachs. Oh, das sieht aber gut aus. Doch. Ich probiere. Ja, das geht auch gut. Jawohl, ja. Und jetzt noch ein paar Nüsschen drüber. Bisschen heiß. Ha. So. Ha. Also ist doch, kann man doch machen, oder? Das ist unsere sommerliche Bowl für den Juli. Jetzt bleibt nur noch das Probieren für uns.
Vor allem also aussehen sieht es tut's gut. Okay. So, dann machen wir hier auch nochmal ein paar Nüsschen. Soll ich jetzt einfach. Oh, Entschuldigung. Ein bisschen Lachs mal. Ja. Nicht so kleine Stücke, genau. Oh, das riecht aber richtig gut. Das sieht aber auch sieht gut auch, aus. Ja. Zwei okay. Dumme ein Gedanke, ey. Erstmal den Lachs? Erstmal den Lachs. Unbedingt. Den bin ich am gespannt. Also, der sieht auch noch total gut aus. Ja, das stimmt. Mit den Nüssen ist lecker. Ja, das ist so ein großes Stück. Das ist crunchy. Ich glaube, wir hätten ihn tatsächlich 5 Minuten früher schon rausnehmen können auch. Aber er ist nicht zu trocken. Also nee. Ich versuche mal alles in Kombi zu nehmen. Also in Kombination finde ich schon besser. Mir fehlt Salz. Aber ich würde jetzt tatsächlich einfach noch ein bisschen nachwürzen mit Salz. Ja, vielleicht können wir die asiatische Richtung noch ein bisschen mehr ausspielen, falls es mal zu Hause nachkocht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein bisschen Sojasauce, was ja. Du gerade vorher schon mal angesprochen genau. Hast. Dann haben wir nämlich das Salzige und einfach noch mal ein bisschen aromatisch noch mit drin. Aber sonst haben wir es gar nicht schlecht gelöst, würde ich sagen. Mhm. Super, dann sieht sehr schön aus. Danke, Vasili, für die Zutaten. Vielen Dank. Wir haben was Gutes, glaube ich, drauf gezaubert. Ja. Wir hoffen, du bist auch zufrieden mit uns. Das stimmt. Ja, und nächste Woche kommt auch wieder ein sehr leckeres Rezept für die leichte Sommerküche auch geeignet. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Das könnt ihr da machen. Und hier packen wir euch auch noch ein paar Videos rein. Viel Spaß beim Angucken. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.